One Piece ist anders als alle anderen Anime, Leute. One Piece ist nicht nur eine geradlinige Story, die Geschichte von Monkey D. Ruffy und seinem Freund zeigt, wie sie verschiedenste Gegner auf dem Weg zum One Piece freikämpfen. Nein, sie ist viel mehr, Leute. Sie zeigt uns unzählige Charaktere, deren Vergangenheiten sowie Parallelstory-Stränge zu den einzelnen Charakteren. Somit hat unser guter Ichiro Oda sehr viel Raum und Freiheit für neue, offene Fragen, Mysterien und Geheimnissen innerhalb des One Piece-Universums. Und genau darum geht's heute. Deswegen habe ich die Top 10 größten Mysterien in One Piece für euch. Auf Platz 10 haben wir Bartholomeus Bär, Leute. Einfach das große Mysterium, warum hat er sich umbauen lassen zu einem kompletten Cyborg, beziehungsweise zu einem Pazifister? Warum hat er das getan, Leute? Warum ist er zu PX0 geworden? Er war damals bei der Revolutionsarmee und hat, wie es scheint, für das Richtige gekämpft, denn er wusste anscheinend, was die Weltregierung vorhat, beziehungsweise was sie verschleiert. Und er hat ja auch mehr oder weniger für die Strohhüte gehandelt und hat auch beim Saboteur-Kipel sie gerettet vor Kizaru, weil letztendlich war er da und er hätte jeden Einzelnen vernichtet. Er wollte ja schon Zoro töten und letztendlich hat unser guter Bartholomeus Bär sie gerettet. Genauso war es auch bei Thriller Bark. Dort hat er mehr oder weniger Ruffy verschont und hat dann eine dumme Ausrede gesagt. Also er kämpft eigentlich für die Strohhüte und genauso war auch sein letzter Wille, dass er die Sunny beschützen will. 2 Jahre saß er dort. Vegapunk hat ihn den letzten Willen einprogrammiert, die Sunny zu beschützen und den letzten Willen einfach nochmal umzusetzen. Und genau das hat er getan. Also eigentlich ist er ein guter Kerl. Warum er das Ganze dennoch gemacht hat und seinen Körper klonen lassen hat, beziehungsweise sich komplett umbauen lassen hat für die Weltregierung, das ist wirklich der Punkt. Das ist ein großes Mysterium und das will ich noch geklärt haben. Platz 9 habe ich, Leute, die antiken Waffen, die letzten antiken Waffen, die uns noch fehlen. Es sind Pluton und Uranus. Was genau diese Waffen sind, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass Pluton ein Kriegsschiff sein soll. Und wir wissen, dass die Pläne von Franky verbrannt worden sind damals auf Enies Lobby. Und die Pläne davor hatte Tom, also sein Meister, der Schiffsbauer. Und der hat ja auch wiederum die Oro Jackson gebaut, das Schiff von Goldie Roger, mit dem er die kompletten Meere umsegelt hat und letztendlich auch Piratenkönig wurde. Und da ist halt die Theorie, ist vielleicht Oro Jackson Pluton oder hat eventuell Franky die Pläne noch im Kopf gehabt, als er die Sunny gebaut hat. Eventuell sind Teile von Pluton oder Pluton selbst ist die Sunny. Das ist eine Theorie, aber warum redet Franky denn nicht? Das ist wirklich so komisch, warum er das geheim hält dann, wenn die Sunny das sein sollte. Ansonsten kann es natürlich auch ein Kriegsschiff sein, was extrem groß ist und irgendwo noch verborgen liegt, vielleicht auf der letzten Insel, aber ich denke, dass auf Rafte die Oro Jackson liegt und dass die eventuell Pluton ist, beziehungsweise die Pläne von Pluton dort mit eingeflossen sind und dass es die Angriffskraft von Pluton besitzt. So, dann gibt es natürlich noch Uranus, das ich mit reingenommen habe auf Platz 9, weil Uranus ist auch eine antike Waffe, worüber wir fast gar nichts wissen. Man geht davon aus, dass die Kraft über den Himmel ist, dass man dort über den Himmel herrscht, beziehungsweise alles, was über der Meeresoberfläche ist, weil Poseidon ist ja letztendlich für die Seekönige gedacht und dann kann Uranus eigentlich vielleicht über den Wind, über das Wetter oder über alle Kreaturen, die über der Meeresoberfläche sind, vielleicht kann man sie damit befehligen, genau wie mit Poseidon, nur halt über der Meeresoberfläche. Das würde nämlich Sinn ergeben, dass eventuell auch eine Person Uranus ist und wer kommt da in den Kopf? Natürlich, Leute, Momonosuke, der letztendlich auch Sunisha, eine Kreatur über der Meeresoberfläche, auch befehligen konnte, genauso wie es bei Shirahoshi war mit den Seekönigen. Und genauso hat Ruffy auch Sunisha gehört, genauso wie Ruffy auch unter der Meeresoberfläche damals auf der Fischmenschinsel die Seekönige gehört hat. Genau so hat Ruffy auch Sunisha gehört, aber er konnte ihm nichts befehligen, genau wie mit dem Seekönigen. Und deswegen sind die Parallelen für mich einfach zugleich, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass Momo eventuell Uranus ist und dass wir das eventuell demnächst noch erfahren. Ein weiteres großes Geheimnis, von dem wir aber wirklich nur kleine Mini-Bruchteile bekommen haben, ist Joy Boy, Leute. Joy Boy, diesen Namen haben wahrscheinlich schon viele von euch gehört, aber können ihn gar nicht richtig einordnen. Und zwar ist er aber auf der Fischmenschinsel eingetroffen, das erste Mal der Name, und er wurde in Verbindung mit einem Pornoglyph, was an ein Entschuldigungsschreiben erinnern soll, wurde er erwähnt. Aber was genau das für eine Entschuldigung war, die er der Fischmenschinsel in Form eines Pornoglyphs gebracht hat und wer genau Joy Boy war, das wissen wir nicht. Es gibt nur Theorien, dass er der Anführer bzw. der König des verlorenen Königreichs war, bzw. ja, ein Anhänger der Dies, wovon man ja auch ausgeht, dass die Dies aus dem verlorenen Königreich kommen. Und zudem erwähnte König Neptun seinen Namen, als er an sein Versprechen bezüglich der Noah dachte. Später erfährt man, dass Joy Boy ein Mensch ist, der vor ca. 800 Jahren gelebt haben soll. Also man weiß wirklich wenig über ihn, Leute. Irgendwas war mit der Noah. Es gibt dort eine richtig geile Theorie zu, dass er alle Fischmenschen evakuieren wollte mit der Noah, weil die Fischmenscheninsel zerstört wird. Und genauso ist es jetzt auch die Prophezeiung von Madame Shirley, dass sie sagt, Ruffy zerstört die Fischmenscheninsel und dass er sozusagen auch letztendlich alle mit der Noah evakuieren wird, damit keiner drauf geht, letztendlich bei dem letzten Projekt, bei dem One Piece. Wenn ihr mal was dazu haben wollt zu der Theorie, das ist wirklich die beste Theorie aller Zeiten, Leute. Ich finde die so gut. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten geht's jetzt weiter. Ein kleines weiteres Geheimnis hier auf Platz 7 habe ich einfach Sir Crocodile, Leute. Ja, viele kennen diese kleine Geschichte und es ist eine ganz bekannte Theorie mit Sir Crocodile. Eigentlich, wenn man an One Piece Theorien denkt, dann ist das immer eine der ersten Sachen, die so in den Raum fallen. Und zwar, Sir Crocodile war ja mal eine Frau. Das ist eine bekannte Theorie, weil er meinte halt bei Impel Down damals, hat er ein bisschen aufgemuckt und hat Ivankov gesagt, sei lieber ruhig, Crocoboy, ansonsten verrate ich dein Geheimnis, dein kleines Geheimnis. Und dann wurde Crocodile auf einmal ganz, ganz still. Also er verbirgt irgendwas, er verheimlicht irgendwas, von dem Ivankov aber weiß. Und man hat auch von Crocodile damals
damals nichts gesehen. Man kennt ein Bild aus seiner Kindheit, wo man aber auch nicht richtig entnehmen kann, ob er jetzt eine Frau oder beziehungsweise ein Mädchen oder ein Junge ist, weil es sieht ziemlich weiblich aus, aber es könnte auch so Anime-like einfach ein Junge sein. Es ist oftmals so, bei der Hinrichtung von Goldie Roger hat man ihn auch gesehen von hinten, aber nur dort hat er auch diese zurückgekämmten, sag ich mal, diese zurückgegelten, glatten, langen Haare. Also dort konnte man auch nicht sehen, ob er eine Frau war. Und die Theorien gehen ja sogar so weit, dass manche Fans behaupten, er sei die Mutter von Ruffy, Leute. Jetzt haltet euch fest. Also ich glaube es nicht, aber ich denke an die Theorie, dass er wirklich eine Frau gewesen sein kann. Das denke ich, das glaube ich und das kann ich mir auch gut vorstellen. Das passt auch zu ihm so ein bisschen, ja, hochnäsig und stolz, wie er ist, dass er dann letztendlich eine Frau war und das für ihn, ja, mehr oder weniger eine kleine Kränkung wäre. Platz Nummer 6. Was ist die Kraft von Roter Shanks, Leute? Das ist wirklich eine gute Frage und kann er wirklich die Zeit verlangsamen, weil im Spiel Pirate Warriors 3 konnte man ihn spielen und zwar mit der Fähigkeit, die Zeit zu verlangsamen, Leute, was ein bisschen komisch ist, weil das wurde nie im Anime bzw. im Manga offiziell preisgegeben, aber Leute, wiederum wurden manche Sachen bzw. Red Hawk auch in dem Spiel das erste Mal gezeigt, aber jetzt Jahre vorher das preiszugeben in einem Spiel Pirate Warriors 3, dass er die Zeit verlangsamen kann, wäre schon ein bisschen lame, aber was soll man denn sonst auch machen? Bei Shanks wusste man halt gar nichts und man musste diesen Charakter im Spiel einführen und deswegen hat man ihm einfach so eine coole Fähigkeit gegeben, was natürlich aber für Verwirrung gesorgt hat in der One Piece Szene, weil alle dachten, okay, ist das jetzt eventuell ein Leak oder sowas, könnte das sein, dass die eventuell das gemacht haben, aber wie gesagt, es gibt auch viele Theorien, die darum sich sträuben, um dass er die Zeit verlangsamen kann, weil wie gesagt, er hat Ruffy damals extrem schnell gerettet vor dem Seekönig im Windmühlendorf, Leute, aus dem Wasser, extrem schnell ist er vom einen Ort zum anderen gekommen, genauso was bei Marineford, dort ist er von der neuen Welt mit dem Konflikt mit Kaido, ist er direkt in kürzester Zeit bei Marineford gewesen, das wurde sogar erwähnt, weil er so schnell war, wie kann er das schaffen, so schnell zu sein, und eventuell ist das wirklich seine Kraft, dass er mit dem Haki die Zeit verlangsamen kann. Ich würde es mir wünschen und es wäre einfach geil, dass er keine Frucht hat, die Zeit verlangsamt Frucht oder so ein Kram. Das hatte ich auch schon mal auf dem Channel gebracht, so als Einfall und beziehungsweise haben das auch viele schon behandelt, aber ich würde es mir wünschen, dass er mit seinem Haki einfach so krass ist. Wir sehen es jetzt auch gerade aktuell bei Katakuri, der kann mit seinem Haki in die Zukunft sehen und so in der Art kann ich mir vorstellen, dass er sozusagen die Zeit beeinflussen kann, um einiges krasser ist als Katakuri und einfach die Zeit beeinflussen kann. Ich würde es mir wünschen, wie gesagt, es ist noch ein Mysterium, aber ich hoffe, das werden wir früher oder später geklärt haben. Platz Nummer 5, liebe Leute, Kaidos Unsterblichkeit. Warum ist Kaido diese Kreatur? Warum ist er unsterblich? Dazu gibt es auch unzählige Theorien, Leute, zu der Unsterblichkeit, also und zu Unsterblichkeit in One Piece. Dazu hatte der gute Kage Zuma auch letztens ein Video gemacht, der gute Kage. Ich werde es verlinken in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Guckt da auf jeden Fall vorbei. Es gibt halt mehrere Methoden. Zum Beispiel kann der Vorbesitzer von Lorsk Frucht der OP-Opinomie ihn unsterblich gemacht haben. Das kann sein, Leute. Man muss dafür sein Leben geben, beziehungsweise wenn man jemanden unsterblich, beziehungsweise der Operation der ewigen Jugend unterziehen will, dann muss man sein eigenes Leben dafür geben. Und das ist halt die Theorie, dass das jemand gemacht hat bei ihm. Oder er hat einfach einen goldenen Apfel gegessen. Das ist auch eine Theorie, Leute. Ich weiß nicht, ich kann sie nicht richtig für voll nehmen. Und ich weiß jetzt auch gerade nicht aus dem Stegreif, ob das kennen oder nicht kennen war mit dem goldenen Apfel. Aber beim Alabaster-Markt, damals, als die Strohhüte angekommen sind und beim Markt bei Alabaster, hat ihn niemand einen goldenen Apfel andrehen wollen. Der hat natürlich nur angemalt, war angepinselt. Aber es gibt wohl eine Sage, eine Legende in der One Piece-Welt, dass es einen goldenen Apfel gibt, beziehungsweise eine Frucht, wenn du die isst, dann wirst du 1000 Jahre leben, beziehungsweise unsterblich mehr oder weniger. Und ich weiß nicht, ob es jetzt kennen oder nicht ist. Es ist eine Theorie, ich habe sie heute erst wieder gelesen. Es ist ziemlich abgespaced, ziemlich komisch, aber auch eine Theorie. Dann gibt es noch eine Theorie, dass er unsterblich gemacht wurde von der Weltregierung, weil die Gorosei ja auch anscheinend schon extrem lange leben, extrem lange an der Macht sind und irgendwie unsterblich sind, wie es scheint. Oder halt eine Unsterblichkeitsfrucht. Oder Kaido ist einfach nur so krass mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Haki, dass er einfach fast unsterblich wirkt, weil er hat ja auch Narben. Also körperlich, physisch unsterblich ist er anscheinend nicht. Aber wie gesagt, das werden wir noch erfahren im nächsten Arc, beziehungsweise in Wano Kuni, Leute. Ich bin einfach so gehypt und dort werden wir auf jeden Fall aufgeklärt. Jetzt kommen wir langsam zu den eingemachten Themen, beziehungsweise zu den großen Mysterien, die sich jeder stellt, wenn er One Piece guckt. Und zwar Rogers Kraft, Goldie Roger, der immer wieder erwähnt wird und in Vergleich mit Ruffy gezogen wird. Was für eine Kraft hatte der ehemalige Piratenkönig? Was für eine Frucht hatte er möglicherweise? Hatte er die Gomu Gomu no Mi, also die Gum-Gum-Frucht, die Ruffy jetzt hat? Oder hat er eventuell nur mit Haki gekämpft? Weil man hat ihn manchmal gesehen, dass er mit dem Schwert angegriffen hat, beziehungsweise damals im Kampf gegen Shiki hat er das Schwert gezogen. War er ein Schwertkämpfer? Ich glaube nicht, Leute. Aber ob er eine Teufelsfrucht hatte, das steht noch in den Sternen. Das werden wir bald erfahren. Auf jeden Fall ein großes Geheimnis. Doch ein noch größeres Geheimnis ist das verlorene Königreich, Leute. Was ist vor 800 Jahren passiert? Wo sind die Überbleibsel des verlorenen Königreichs, beziehungsweise die Ruinen? Sind sie eventuell auf Raftel oder Unicorn auf Deutsch gesagt, Leute? Wo sind diese Überbleibsel des verlorenen Königreichs? Wer waren diese Leute? Waren das eventuell die Dies? Und wann werden wir das alles erfahren, Leute? Ich denke erst ganz am Ende, aber das verlorene Königreich ist wirklich ein großes Mysterium, worüber wir von Anfang an von One Piece immer kleine Häppchen vor die Füße geschmissen kriegen, aber letztendlich nichts richtig Handfestes wissen.
Und ich denke, das ist auch eines der größten Mysterien, was Oda uns einfach zeigen will. Das ist eines der größten Mysterien. Das kann man nicht vergleichen wie mit, was ist mit Crocodile, Leute? War jetzt eine Frau oder ein Mann? Nein, das ist was viel Größeres, viel Wichtigeres. Und das ist, glaube ich, auch für den ganzen Plot am Ende für One Piece richtig wichtig und relevant. Platz 2 der großen Mysterien in One Piece habe ich einfach Blackbeard reingenommen, weil er mit seinen 2 Teufelsfrüchten, die er gegessen hat bei Marineford, einfach alle geschockt hat. Und genau so war es bei mir auch. Ich war geschockt, ich habe gedacht, es geht nicht, das kann nicht sein. Und er hat es gemacht, Leute. Vielleicht hat er über den Timeskip noch mehrere Teufelsfrüchte als diese 2 zu sich genommen. Er hat die stärkste Logia-Teufelsfrüchte, er hat die stärkste Paramecia-Teufelsfrucht. Vielleicht hat er noch mehrere Teufelsfrüchte inzwischen. Wir wissen es nicht, aber was wir wissen ist, dass es unzählige Theorien zu dieser Thematik gibt in One Piece. Wie zum Beispiel die Flusspferdfrucht. Ja, ein Flusspferd hat mehrere und eventuell hat er die gegessen. Ja, das ist wirklich eine ernsthafte Theorie, Leute, ohne Scheiß. Oder halt die Cerberus-Frucht, auch eine sehr bekannte Theorie, dort habe ich auch mal ein Video zugemacht. Und dann gibt es natürlich noch die bekannteste Theorie, dass er einfach mit der Finsternisfrucht, die er natürlich zuerst gegessen hat, dann dadurch eventuell alle Teufelsfrüchte aufsaugen kann in der Finsternis. Aber das ist, wie gesagt, noch alles ein großes Mysterium und die ganzen Theorien scheinen zwar oft lückenlos zu sein, aber dann gibt es wieder einen Punkt, der alles wieder über den Haufen wirft. Und deswegen gibt es nichts Handfestes und ich hoffe, wir kriegen irgendwann was raus, aber das ist ein riesen Geheimnis und ich hoffe, dass Oda uns da nicht so lange noch auf die Folter spannt, weil ich will es einfach wissen. Auf Platz 1 der größten Mysterien in One Piece ist einfach das, um was es in der gesamten Geschichte geht. Ja, Leute, das One Piece, was ist es? Was ist das One Piece letztendlich? Es ist was Materielles, das wissen wir inzwischen und es ist nicht die Reise sozusagen, weil das wäre ja nichts Materielles. Und es ist nicht der Strohhut, Leute, was auch viele annehmen. Nein, das ist es nicht, Leute. Deswegen, es kommt so viel in Frage, was es sein könnte. Kann es eine antike Waffe sein? Kann es eine Teufelsfrucht sein? Kann es vielleicht das Schiff sein von Roger, also die Oro Jackson? Kann es eventuell noch viel mehr sein, Leute? Man weiß es nicht, Leute. Ich gehe halt davon aus, dass One Piece, das ein Stück, also One Piece ein Stück, dass es das Projekt ist, um letztendlich alle Meere miteinander zu vereinen und die Red Line, worauf ja auch Mary Joa, der Sitz der Weltregierung gebaut ist, dass das zerstört wird und dass sozusagen dort dann der All Blue gegründet wird und auch alle Meere zu einem Stück, zu One Piece zueinander fließen, dass das letztendlich das One Piece ist, das ist das, was Roger wollte, die Weltregierung stürzen, weil sie halt irgendwas verschleiern, was ziemlich böse ist, aber wie gesagt, das ist halt alles noch theoretisch und wir wissen halt nicht, Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Was ist euer Lieblingsgeheimnis aus One Piece, was ihr unbedingt rausfinden wollt? Ansonsten war es das mit dem Video. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr so eine Videos findet immer. Ich finde es ziemlich ganz geil, über so mehrere Sachen auf einmal zu sprechen. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao und tschüss.